Eine Bildstrecke in einem Magazin wird interessant, wenn sie sich beim Durchblättern verändert. Eine Geschichte richtig zu fotografieren bedeutet, mit verschiedenen Blickwinkeln zu arbeiten, zum Beispiel aus der Entfernung oder ganz nah. Ein Actionbild, eine Porträtaufnahme oder zum Beispiel das Detail des Fahrrads. Es ist eine Geschichte in 10 Bildern und jedes Bild muss eine Überraschung sein, wenn du umblätterst. Sieht gut aus. Fertig machen für die Vogelperspektive. Die Idee ist, die Rampe von oben zu fotografieren. Alessandro kommt angeradelt, nimmt die Treppen, springt in die Luft und tippt an die Wand. Das ist das Bild. Und ich will aus der Vogelperspektive Alessandro und die Rampe ins Bild bringen. Dann landet er und fährt raus. Wenn ich mit Profisportlern arbeite, die schwierige und manchmal gefährliche Stunts machen, erwarten sie von mir, dass ich das Foto beim ersten Versuch im Kasten habe. Dafür brauchst du eine verlässliche Ausrüstung. Das ist die Spider-Man-Position. Folgende Idee. Ich fange so an, mit einer interessanten Einstellung. Aber dann nehme ich eine Position ein, die mich richtig nah an die Wand ranbringt. Ich habe herausgefunden, dass die Perspektive auf diese Weise echt spannend ist. Und es hat funktioniert. Alessandro ist super gut. Normalerweise hat man das Problem, dass der Fahrer, naja, jetzt mal richtig und dann wieder falsch macht. Aber bei Alessandro haut es so gut wie immer hin. Grandios. Super. Gut. Super. Das beste Bild von allen. Gut, perfekt. Die Kamera macht Sequenzen mit 3,9 Bildern pro Sekunde. Ein guter Rhythmus. Okay, Zeit für eine Sequenz. Am Ende habe ich 6 tolle Bilder und kann das Beste aussuchen. Alles klar, das war's, danke. Die Fotografen, die keine Angst haben, Neues auszuprobieren, profitieren am meisten von all den Features, die diese Kamera bietet. Einfach die Herausforderung annehmen, rausgehen und loslegen. Alles klar? Wir packen zusammen, auf geht's. Für einen BMX-Fahrer ist die Tiberinsel der Ort, an dem es abgeht. So eine Art kleines Studio in Rom für Action-Sports-Fotografie. Was geht, Jungs? Die kennen sich hier aus. Die sind hier schon oft gefahren. An dieser Location können sie die besten Tricks aus dem Pool ziehen. Was mich an der Fotografie richtig begeistert, sind die ungeahnten Möglichkeiten. Man kommt in der ganzen Welt herum, trifft viele interessante Menschen und folgt einfach seiner Leidenschaft. Und nochmal, gleicher Trick. Wenn du seit 20 Jahren fotografierst, dann ist es eigentlich der Sport selber, der dich antreibt. Perfekt. Toll, super, das muss ich Ihnen zeigen. Wenn ich am Set bin und gerade richtig in Fahrt komme, versuche ich einen Rhythmus mit den Jungs zu finden. Du bildest ein Team und hast das Ziel, zusammen großartige Bilder zu kreieren. Ohne einen talentierten Fahrer kann ich nichts machen. Der Blitz hält sein Gesicht und seinen Körper auf. Am wichtigsten ist, dass der Blitz nicht direkt auf der Kamera sitzt. Besser, das Licht kommt etwas mehr von der Seite. Das macht das Bild interessanter. Kannst du die Schärfentiefe genau steuern. Du willst das wahre Ich des Sportlers zeigen. Schau mal da hin. Der Vollformat-Sensor ermöglicht unglaublich detailreiche Bilder. Du kannst quasi das in die Person einbinden. Diese Kamera gibt dir ungeahnte neue Optionen. Es ist so leicht, Dinge auszuprobieren. Wenn es dir gefällt, mach's weiter. Wenn nicht, hörst du auf. Ganz einfach. Das finde ich gut.
Für mich persönlich ist das echte Highlight der 5D Mark II die HD-Movie-Funktion. Okay Jungs, das Fotoshoot ist vorbei, jetzt fangen wir mit Filmen an. Das Tolle an dieser Kamera ist, man kann mit ihr Fotos und Movie-Clips in voller HD-Qualität machen. Die 5D hat eine Auflösung, die man normalerweise nur in einem größeren Standard-Camcorder erwarten kann. Aber hier steckt sie in einer Fotokamera. Fahr da runter und komm wieder zurück. Wir wollen eine Aufnahme mit Kamerafahrt. Also haben wir die Kamera auf Christians Fahrrad montiert, recht weit unten. So sieht man das Vorderrad prominent im Bild. Vor ihm macht Alessandro seine Tricks. Das ist gut. Das funktioniert. Diese Kamera bringt Fotografen zum Videofilmen und Videofilmer zum Fotografieren. Videofilmer werden die Kamera kaufen und sie für spezielle Aufnahmen einsetzen. Sie haben dann eine gute Fotokamera in der Hand und fangen an, auch unbewegte Motive aufzunehmen. Das wird die Branche komplett verändern. Kreative werden neue Wege gehen. Fotografen filmen, Filmemacher fotografieren. Okay, that's good. Wie bringt man die BMX-Atmosphäre nach Rom? Wir stellen eine Rampe an den Fluss und ich fotografiere aus einer niedrigen Perspektive. Das kombiniert die Action, die Brücke, die Insel, einfach alles, was die Location ausmacht. Nice. Wenn man Bewegung einfängt, muss die Kamera kontrolliert geführt werden. Ich nehme die 5D Mark II, drehe sie so nach unten und halte sie im Einbandstativ. Jetzt muss man nur noch in Bewegung bleiben, damit sich die Kamera stabilisiert. Probieren wir's! Wenn das Licht abnimmt und der ISO-Wert erhöht werden muss, zeigt sich die wahre Qualität des Sensors. Und dies ist der Meilenstein der neuen 5D Mark II. Es geht rauf bis ISO 25600, was man vermutlich nie braucht. Bei ISO 1000 bis 2000 bedeutet es aber einfach bessere Bildqualität. Weniger Rauschen, mehr Schärfe. Perfekt, genau so. Und Action. Mache ich Fotos, sind sie zweidimensional. Filme ich Bewegung, ist meine Arbeit dreidimensional. An jede einzelne Einstellung habe ich denselben hohen Anspruch wie an ein Foto. Und zum Schluss, bitteschön, da haben wir ein schönes Video. Perfekt, wunderbar, super.